zur Fassadendämmung keine Relevanz mehr? Darauf will ich eine Antwort von den Wissenschaftlern hier am Institut. Guten Tag, mein Name ist Könnes vom WDR. Ist der Herr Künzel da? Hartwig Künzel. Eigentlich hätte er einen freien Termin haben müssen, weil wir für 11 normalerweise ein Interview gehabt hätten. Also versuche ich es telefonisch. Ja, schönen guten Tag, Herr Künzel. Mein Name ist Dieter Könnes. Herr Künzel, ich stehe bei Ihnen vorne im Eingangsbereich. Ich habe gestern über den Kollegen die Absage per Mail von Ihnen bekommen. Da waren wir allerdings schon auf dem Weg hierhin. Und was ich nicht verstehe, ist, warum wir nicht die Möglichkeit haben, zumindest über den Grund der Absage miteinander zu sprechen. Also ich rede ja jetzt mit jemandem von einem unabhängigen Institut. Ich gehe mal davon aus, dass Sie nicht auf Seiten der Industrie stehen, Sie stehen nicht auf Seiten der Verbraucher, sondern Sie bewerten die Dinge unabhängig. Und meine Frage an Sie wäre jetzt gewesen, welchen Beitrag Sie zur Aufklärung leisten. Und dadurch, dass Sie mir jetzt das Interview verweigern, muss ich mir natürlich jetzt die Frage stellen, Herr Künzel, auf wessen Seite stehen Sie? Auf wessen Seite stehen Sie? Man stehe auf keiner Seite. Schließlich sei man unabhängig. Wie passt es denn zusammen, dass Sie ein unabhängiges Institut ist und dass der Chef des Instituts Dämmstoffhersteller sitzt, der Firma Sto? Einen Interessenskonflikt sieht das Fraunhofer-Institut hier nicht. Kurios ist, dass der Mann, mit dem ich über 20 Minuten telefoniere, nur 15 Meter von mir entfernt sitzt. Auch ein persönliches Gespräch ohne Kamera lehnt er ab. Hier am Rande der Alpen auf dem Gelände des Instituts fanden in den 80er Jahren aufwendige Versuche statt. Die Ergebnisse stehen in den Studien. Bis heute forscht und publiziert das unabhängige Fraunhofer-Institut für Bauphysik zum Thema Wärmedämmung. Ein paar Meter weiter werden auf dem Gelände Fassaden gedämmt. Mit Styropor. Ich muss ziemlich lange warten. Dann kommt doch noch jemand heraus. Jannis Eitner, der Pressesprecher. Hallo. Ja, ist jetzt ein bisschen schade, dass das nicht klappt. Was ist der Grund für die Absage des Interviews? Leider sind die relevanten Ansprechpartner, die da sind, urlaubsbedingt nicht im Institut. Und Herr Künzel hatte mir gerade schon am Telefon gesagt, dass er dazu nichts mehr sagen möchte. Das kann ich nicht kommentieren. Das ist seine Entscheidung. Wissen Sie denn, wie die grundsätzliche Haltung des Instituts ist zum Thema Fassadendämmung? Also um da eine kurze Antwort darauf zu geben, ist so komplex die Thematik. Wir forschen ja nur in verschiedenen Bereichen, unter anderem im Dämmstoffbereich, sei es Akustikbereich, Raumklimabereich. Das ist nur einer von vielen Aspekten. Ciao. Zu den ominösen Studien habe ich hier nicht wirklich mehr erfahren. So viel ist klar. Das Fraunhofer-Institut bestreitet die angebliche Aussage der Studien, dass Fassadendämmung kaum Energie einspare. Es sei damals um Grundlagenforschung gegangen. Aber wenn es so einfach ist, warum wollte mir das keiner vor der Kamera sagen? Ich recherchiere weiter und immer neue Verbindungen tun sich auf. Es scheint ein großes Netzwerk zu sein, das sich die Dämmstoffindustrie aufgebaut hat. Und ein ziemlich verschwiegenes. Niemand wollte bisher offen mit mir reden. Dann mache ich doch noch jemanden aus der Styroporbranche ausfindig, der mir wichtige Informationen verspricht. Unser Treffpunkt muss dabei geheim bleiben. Nach einigen Vorgesprächen ist er bereit, mir auch ein Interview zu geben, allerdings nur anonym. Zu groß ist seine Angst vor der Branche und deren Reaktionen. Die Informationen, von denen er mir berichten will, haben etwas mit diesen Packzetteln zu tun. Sie liegen allen Platten bei. Auf diesen Zetteln stehen die Eigenschaften des Styropors. Die bedeutendste Eigenschaft ist der sogenannte Wärmeleitwert. Er besagt, wie gut das Material dämmt. Teures Styropor hat den Wärmeleitwert 0,32. Man geht davon aus, dass was auf dem Packzettel steht, das liefere ich den Kunden auch. Die 0,32, die liefere ich Ihnen aber im Normalfall nicht. Die liefern Sie nicht als Hersteller? Warum nicht? Weil es a. schwierig ist. Und B, muss ich sehr viel frischen, also teuren Rohstoff einsetzen, um die 0,32 zu erreichen. Wenn der Hersteller jetzt also am Rohstoff sparen will, dann mischt er Recyclingmaterial unter. Das ist die einzige Möglichkeit, wie er sparen kann. Auf jeder Baustelle fallen große Mengen an Styroporverschnitt an. Den bringen die Baufirmen zurück zu den Herstellern. Hier werden die Reste dann zerkleinert und dem neuen Styropor beigemischt. Das ist nicht illegal. Wenn ich viel Recyclingmaterial untermische, werde ich die 0,32 nicht erreichen.
Und in dem Moment, wo der Hersteller altes Material mit wieder untermischt, habe ich eine geringere Wärmeleitfähigkeit. Unter anderem. Mit anderen Worten, das, was drin ist, ist nicht das, was draufsteht. So ist es. Machen das alle Hersteller? Meines Wissens ja. Aber was ich nicht verstehe, ist, so ein Material, gerade wenn es um Wärmeleitfähigkeiten geht, und es gibt verschiedene Kategorien, wie Sie es gesagt haben, 032, 035, 040, sowas muss doch überprüft werden. Wird doch auch. Das wird überprüft. Sie brauchen für jedes Produkt eine Zulassung. Darin steht, was Ihr Produkt kann, was es für Eigenschaften hat. 032 zum Beispiel. Zum Beispiel. Der Verband der Styroporhersteller, der Industrieverband Hartschaum, lässt diese Zulassungen jedes halbe Jahr überprüfen. Beauftragt wird häufig das Forschungsinstitut für Wärmeschutz in München, kurz FIW. Dieses Institut schickt einen Prüfer ins Werk, der das dort hergestellte Styropor untersucht. Diese Proben sollen aus der laufenden Produktion entnommen werden. Bedeutet, der Prüfer würde kommen, nimmt sich ein paar Platten raus, die gerade produziert werden, und sagen, und da gucke ich jetzt, ob die Eigenschaften, so wie sie in der Zulassung drin stehen, auch stimmen. So ist es. Wenn er ein Paket nehmen würde, das aus der laufenden Produktion kommt, gerade in dem Bereich 032, 035, grau, Dalmatiner oder weiß, dann, also aus meiner Erfahrung, nach allen Werten, die ich im Labor gesehen habe, kann ich sagen, dass bei 90% der Wert nicht stimmt. Nicht stimmt. Nicht stimmt, ja. Dass die laufende Produktion, also das, was draußen auf dem Markt verkauft wird, nicht mit dem Paket übereinstimmt, so wie es in die Zulassung gegangen ist. So ist es. Aber wie schafft man es dann, dass das dem Prüfer nicht auffällt? Zum einen hat man ein sogenanntes Sperrlager. Da sind Produkte drin, die ich vorher mit teilweise sechsstelligen Summen nur für die Prüfungen hergestellt habe. Nur damit ich ein paar Pakete habe, die wirklich die nötigen Werte aus der Zulassung erreichen. Und dann passiert Folgendes. Der Kontrolleur des FIW München hat einen Stempel. Damit stempelt er die Pakete ab, die Sie ihm in sein Labor nach München schicken sollen, wo er die auf all die Werte testet, die in Ihrer Zulassung stehen. Also, das fällt mir jetzt ein bisschen schwer, warum ich sicherlich hier jetzt auch sitze. Also, es ist Betrug. Es ist so gewesen, dass man mir Stempel übergeben hat. Die Stempel entsprechen genau den Stempeln, mit denen der Prüfer des FIW München seine Pakete stempelt. Bedeutet im Endeffekt, nachdem der Prüfer das Gelände verlassen hat, haben Sie dort Pakete stehen, die er abgestempelt hat. Im Normalfall machen Sie Folgendes. Sie nehmen eines dieser Pakete, geben eine Platte davon in Ihr eigenes Labor und lassen die überprüfen. Und Sie merken dann, dass das Paket, das Sie dem Prüfer schicken sollen, nicht reicht. Nicht reicht. Dann geben Sie in Ihr Firmenlabor ein Paket, das er nicht abgestempelt hat. Und wenn das Paket die Werte zufälligerweise erreicht hat, dann stempeln Sie die Pakete nach. Selber. Ein solcher Stempel diene dem Prüfer als Sicherheit, dass er wirklich die Pakete in sein Labor geschickt bekomme, die er zuvor im Werk ausgesucht habe. Doch diese Stempel lassen sich leicht fälschen und damit die Kontrollen manipulieren, behauptet mein Informant. Warum nimmt der Prüfer des FIW die Platten, die er testen will, nicht sofort mit? Schauen Sie doch mal an, wer das FIW in München finanziert. Schauen Sie sich doch mal an, wer im Vorstand des FIW München sitzt. Schauen Sie sich doch mal an, wer das ist. Wer sitzt also in diesem Institut, das für die Qualitätsprüfung von Styropor so wichtig ist? Das Forschungsinstitut für Wärmeschutz, kurz FIW, sitzt in einem Gewerbegebiet nahe München. Ein Interview will man mir nicht geben, aber ich habe ein Foto des Stempels an das Institut geschickt. Die Antwort, der Stempel sei eine Fälschung. Man wisse aber nicht, von wem und wozu der Stempel gefälscht wurde. Das FIW ist ein eingetragener Verein. Der finanziert sich aus Auftragsgeldern und Mitgliedern, die die Forschung unterstützen. Die Mitgliederliste ist lang und liest sich wie das Who is Who der Dämmstoffhersteller. Alle großen Firmen der Branche sind vertreten.
Der Vorstandsvorsitzende des FIW, Klaus W. Körner, war bis vor einigen Jahren Geschäftsführer eines Dämmstoffherstellers. Und ich entdecke noch einen bekannten Namen im Vorstand des FIW. Wolfgang Setzler vom Fachverband Wärmedämmverbundsysteme. Ich habe keine Zweifel daran, dass hier richtig gemessen wird. Aber ganz grundsätzlich drängt sich mir der Verdacht auf, die Dämmstoffbranche überprüft sich selbst. Dämmen Styroporplatten wirklich schlechter, als auf Packzetteln der Industrie versichert wird? Das lasse ich testen. Und zwar zunächst in der Materialprüfanstalt in Neuwied bei Koblenz. Henning Rohowski prüft regelmäßig unterschiedliche Materialien auf ihre Dämmwirkung. Ich habe mal die Beipackzettel mit. Ja. Da stehen ja die Werte drauf. 0,32 gehört zu dem Paket, genau. Und 0,35 zu dem. Genau. Was sagt das aus? Genau, das ist also die Materialeigenschaft. Das ist natürlich die speziell zugesicherte Eigenschaft. Und genau deswegen werden eben die Dämmstoffe auch gekauft. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass das dann auch eingehalten wird. Was passiert aber, wenn eine Styroporplatte die Dämmwerte nicht einhält? Also das darf normal nicht. Dann hat auch der Hersteller Maßnahmen zu treffen. Er hat die schon ausgelieferten Produkte zurückzuholen. Er hat, wenn er im Lager ist, hat er zu vernichten. Insofern hat er natürlich. Das wäre für die Hersteller eine wirtschaftliche Katastrophe. Ich will auf Nummer sicher gehen und deshalb soll Klaus Unter der Weide von der Materialprüfanstalt in Braunschweig noch weitere Styroporproben auf ihre Wärmeleitfähigkeit testen. Ich lege ihm Platten von allen großen Herstellern vor. Es würde ihn sehr überraschen, wenn auch nur eine Probe durchfällt. Das ist jetzt so ein Gerät. Ist das schon mal passiert, dass die Werte abgewichen sind, also dass Sie Unterschiede festgestellt haben, zum Beispiel bei Styroporplatten? Nee, also ich habe es bisher nicht erlebt. Also ich sag mal, die deklarierten Werte, vom Hersteller deklarierten Werte, das passt eigentlich schon. Wie funktioniert der Dämmstoffmarkt? Karin Gläser hat in Berlin viele Jahre für den Dämmstoffhersteller WKI gearbeitet. Als ehemalige Mitarbeiterin in der Verwaltung weiß sie, welche Verbindungen und Kontakte die Branche untereinander pflegt. Doch irgendwann wollte sie die Geschäftspraktiken ihres Arbeitgebers nicht mehr weiter mittragen und kündigte. WKI stellt selber Styropor her. Ja. Und um es dann zu verkaufen, an wen? Na, an Sto zum Beispiel. An Sto? An Sto, ja. Die stellen doch selber her. Ja, die stellen selber her, die liefern aber nur im südlichen Teil Deutschlands, ja, links. Das macht dann die WKI und stellt natürlich für die her, die Blöcke oder beziehungsweise die Platten werden ja abgepackt und kriegen dann eine Folie von Sto oder von Brillox, je nachdem, für wen da nun geliefert wird oder wer Moment. Bestellt hat. Moment, da kommt einfach um den Block kommt eine andere Folie. Ja. Und dann heißt das entweder Brillox oder Sto oder Müller oder Meier. Ja, ja. Aber das würde ja bedeuten, dass man jedes Mal im Produktionsablauf entsprechend des Herstellers was ändern müsste. Nina, die sind alle gleich. Also Sto alle wird gleich. Alle gleich, natürlich. Da kann man nichts ändern. Das geht gar nicht. Wie wollen sie denn das machen? Ja, aber dann liefere ich doch auch an also, alle das gleiche Material wenn aus. Wenn Sie jetzt bei Sto bestellen, dann kriegen Sie von WKI, wenn Sie jetzt hier innerhalb des nördlichen Raums bestellen, dann kriegen Sie von der WKI, wenn Sie bei Brillux bestellen, kriegen Sie es auch über die WKI. Also Sie kriegen immer WKI-Platten. Wie hält sich das die Waage so? Was würden Sie sagen? Na ja, Sto hat hier in Berlin einen sehr hohen Anteil gehabt. Also Sto, glaube ich, waren so 70% des Auftragsvolumens der WKI. Das war schon ein ganz, ganz großer Kunde. Styropor ist so weiß, so rein und so sauber. Warum lachen Sie? Da gibt's auch Grauen. Und Grau ist schmutzig. Und das, was wir jetzt hier rechts sehen? Das ist sowas wie der Lagerplatz. Hier werden die Pakete gelagert, bis sie abgeholt werden, beziehungsweise bis sie ausgeliefert werden. Sto. Sto, Brillux, dann haben wir Weber. Das ist jetzt WKI, das ist jetzt hier das eigene Material.